Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zocken wir Akinator. Ich weiß nicht, was das wird, ja. Leute, ich werde drei Leute versuchen zu erraten. Beziehungsweise ich werde mir drei Leute ausdenken. Ich werde die Namen einblenden. Und wir werden versuchen, ob der Akinator weiß, wen ich meine. Ja, ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Ich blende euch jetzt einmal ganz kurz die Namen ein. Und dann starten wir durch. Let's go! Ah, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lange. Ihr habt die Namen gesehen. Ich habe sie mir schon ausgedacht. Und ja, da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Ja. So, wir machen natürlich Figur. Ja. So, trägt deine Figur weibliche Kleidung? Ja. Wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Macht deine Figur YouTube-Videos? Ja. Hat deine Figur blondes Haar? Ja. Hat der Name deiner Figur 5 Buchstaben? Ja. Und deine Figur in Österreich. Krass nicht. Ist deine Figur Mitglied der slowenischen Band Joker Out? Nein. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein. Hat deine Figur etwas mit Pferden zu tun? Krass nicht. Mit Hobbylos zu tun? Nein. Hat deine Figur ein Motto? Keine Ahnung. Fängt der Name deiner Figur mit J an? Ja. Löchriges Haar? Nein. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, hat was mit Joey zu tun. Ey, das ging schnell, hä? Ey, das ging schnell. Bro, das ging echt schnell. Okay, war easy. War auf jeden Fall richtig. Komm, wir machen direkt die nächste Person. Ist deine Figur männlich? Ja. Nein. Ist deine Figur älter als 18? Ja. Redest du manchmal mit deiner Figur? Leider nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt? Nein. Älter als 36? Ja. Plus sogar schon über 40. Hat deine Figur etwas mit Politik zu tun? Nein. Kommt deine Figur aus Deutschland? Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ist deine Figur aus Amerika? Ja. Ja. Hat deine Figur mit übernatürlichen Kräften gespielt? Nein. Wenn du dann richtig überlegt, ja. Ist deine Figur im Papier? Nein. Hat deine Figur etwas mit Superhelden zu tun? Nein. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Nein. Spielt deine Figur in Supernatural mit? Ja. In deine Serie eingeführt? Nein. Kennst du die Mutter? Nein. Ist deine Figur älter als 12? Ja. Existiert deine Figur im echten Leben? Ja, meine Figur ja. Aber der Charakter nicht. Also trotzdem ja. Lange braune Haare? Nein. Jagt deine Figur Dämonen? Ja. Hä? Digga, der Akinator ist einfach zu gut. Was ist das? Ich liebe diesen Typen wirklich. Jensen Ackles ist der beste überhaupt, Alter. Bester Schauspieler EU Westdown. Digga, wirklich die Rolle als Dean Winchester, die er gespielt hat in Supernatural 15 Jahre lang. Puh. Einfach geil, einfach geil. So, okay. Wie gesagt, ihr wisst die Namen schon. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Namen machen, weil irgendwie geht mir das hier zu schnell. Also wir werden so 5-6 Runden machen. Jeweils 3 Namen. Und dann, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die dritte Figur. Ihr kennt den Namen wie gesagt schon. Nein. Nein. Naja, kann man. Naja, eigentlich schon, ne? Ja, blondes Haar. Nein. Diesmal nicht. Nein. Sind die Eltern deiner Figur verwandt? Hä? Keine Ahnung. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Ja.
Die Figur Angst vor Hasen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Soweit ich weiß nicht. Nein. Gehört die deine Figur Black Shawn an? Nein. Deine Figur Ursprung älter, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ist deine Figur vulkanartig? Nein. Hat deine Figur etwas mit Fern zu tun? Nein. Wohnt deine Figur in einer WG? Glaube ja, deswegen. Lebt deine Figur mit Freunden zusammen? Ja. Fängt der Name deiner Figur mit L an? Ja. Nein. Ja. Trägt deine Figur Mascara? Ja. Hat deine Figur eigene Lieder herausgebracht? Ja. Ist deine Figur durch eine Serie bekannt? Ja. Schreibt deine Figur Songs? Ja. Sieht man deine Figur in einer Serie auf in einer Sendung auf Nickelodeon? Ja. Ja, meine Fresse. Leute, wir haben die drei Namen erraten. Julia Butix, Jensen Ackles und Lisa Küpers. Das waren jetzt die ersten drei Namen von der ersten Runde. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt die zweiten Namen, die nächsten drei Namen an der nächsten Runde. Let's go! So, starten wir die zweite Runde. Wir fangen an mit der ersten Figur. Wie gesagt, ich habe euch den Namen eingeblendet. Und ja, fangen wir an mit der ersten Figur. Ist deine Figur männlich? Ja. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Ja. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein, naja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich eher Streams, deswegen nein. Hat deine Figur eigene Lieder rausgebracht? Nein. Also man kann es nicht so nennen. Wohnt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Kann deine Figur Deutsch? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Nein. Kommt deine Figur aus der Schweiz? Nein. Ist deine Figur verwandt mit der Würfelkönigin? Nein. Ist deine Figur älter als 36? Puh, weiß ich gar nicht. Ist deine Figur real? Ja. Durch TikTok bekannt? Nein. In Deutschland aufgewachsen? Ja. Ich weiß es aber nicht. Kommt deine Figur in Kinderserien vor? Nein. Kann man deine Figur im Fernsehen sehen? Nein. Redest du manchmal mit einer Figur? Nein. Trägt diese Figur einen Bart? Ja. Hund als Haustier? Nein. Deiner YouTuberin zusammen? Nein. Durch YouTube bekannt? Nein. Eher durch Twitch? Durch das Internet? Ja. Wohnt deine Figur in Deutschland? Nein. Kommt deine Figur aus Österreich? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ey, was ist das für ein Bild, Bruder? Bitte. Was ist das für ein Bild, Bruder? Ey, aber ja, ist richtig. Gigant. Gigant ist richtig. Dann machen wir weiter mit der zweiten. Mit der zweiten Person. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Ja. Redest du manchmal mit deiner Figur? Nein. Ist deine Figur eine YouTuberin? Ja. Blondes Haar? Nein. Glaube ich. Stammt deine Figur aus einer königlichen Familie? Nein. Wohnt deine Figur noch bei den Eltern? Nein. Lebt deine Figur mit einem Mann zusammen? Ich sage jetzt mal nein. Habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hat deine Figur etwas mit Fern zu tun? Nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Nein. Ist deine Figur eine Sängerin? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ist deine Figur dick? Nein, es ist nicht wieder Gigant. Wäre lustig, aber nein. Hat der Name deiner Figur drei Buchstaben? Nein. Fünf Buchstaben? Nein. Vier Buchstaben? Ja. Spielt deine Figur Minecraft? Nein. Es ist auch nicht der Dämonenprinz. Sie kommt auch nicht in der Kindersendung vor. Hat deine Figur einen eigenen Kanal nur für Musikvideos? Nein. War deine Figur schon mal schwanger? Nein. Ist deine Figur durch YouTube bekannt geworden? Eher durch... Naja, wobei, eigentlich ja. Ne? Eigentlich schon, doch. Ist die Haarfarbe deiner Figur außergewöhnlich? Nein. Ist deine Figur ein...
Körperlink. Das müsst ihr mir in den Kommentaren bitte einmal erläutern. Ich habe keinen Plan, was das ist, ne? Es kann auch sein, dass das irgendwie, weiß ich nicht, Pokémon ist. Ich weiß es nicht, ne? Ich kenne mich damit nicht aus. Legst du deine Nein? Nein? Ja? Ja, hat deine Figur einen Hund als Haustier? Nein. Ist deine Figur geschminkt? Ja. Durch YouTube berühmt? Eigentlich ja. Ist deine Figur schon mal geflogen? Ja. Beauty-Video? Na, eher Beauty-Streams, aber kann man eigentlich schon zählen? Ja. Nein. Keine Kinder. Wohnt auch nicht in Österreich. Hatte deine Figur eine Schönheitsoperation? Glaube ja, deswegen sage ich jetzt auch mal ja. Die Figur Katzen, ja. Kann deine Figur alle 8 innere Tore öffnen? Weiß ich nicht. Ist deine Figur Mitglied der DSMP? Ich habe auch wieder keinen Plan, was das ist, also nein. Hat deine Figur mindestens ein Familienmitglied, das genauso berühmt ist wie sie? Weiß ich doch nicht, der Twitch-Streamerin, ja. War deine Figur schon mal Fußballer des Jahres? Nein. Ist deine Figur jünger als 14? Nein. Hallo? Ist deine Figur ein Schüler? Nein. Trägt deine Figur meist 2 Hörner auf dem Kopf? Nein. Es ist auch nicht genug, aber okay. Mit Enten hat sie was zu tun, ja? Haben wir es doch. Da haben wir es. Annie the Duck war die 2. Person. Cosplayerin, stimmt, aber es kam keine Cosplay-Frage, ne? Das wundert mich, ehrlich gesagt. Es kam keine Cosplay-Frage. Aerodactinato Strongdigger. So, 3. Name. Schauen wir mal, ob er den erkennt. Ist deine Figur männlich? Ja. Ist kein Gamer? Nein. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Mehrere eigene Lieder? Remixe? Aber ja, sagen wir es jetzt einfach so. Trägt deine Figur Nagellack? Nein. Ist deine Figur Ausländer? Nein. Deine Figur ein Hund als Haustier? Nein. Durch TikTok? Nein. Spielt deine deine Figur Rockmusik? Ja, genau. Spielt deine Musik Rockfigur? Ja. nein. Deine Figur viele Tattoos? Ich weiß gar nicht, hat er viele Tattoos? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, er hat nicht mal welche, ne? Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein. Gibt deine Figur Konzerte? Nein. Trägt diese Figur ein Bart? Nein. Braunes Haar? Nein. Ja. Ja. Der leichte CDU-Zerstörer. Ja, Mann. Leute, das war die 2. Runde. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt die Namen von der 3. Runde ein und dann machen wir die 3. Runde. Let's go! So, ihr habt die 3. Runde gesehen, die Namen, die jetzt vorkommen. Ich würde sagen, wir starten mit dem 1. Namen. Und ja, fangen wir an. Ist deine Figur weiblich? Nein. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein. Ich TikTok berühmt? Nein. Älter als 18? Ja. Kein deutscher YouTuber. Ist auch nicht durch Musik bekannt geworden. Kenne ich nicht persönlich. Kommt weder aus Österreich oder Deutschland. Lebt in Amerika. Ist nicht durch YouTube bekannt geworden. Ist ein Schauspieler. Spielt in meinem Kinofilm. Ja, Fast and Furious. Älter als 45. Ich glaube sogar schon älter als 50, ne? Älter als 60 ist noch nicht. Flucht der Karibik hat er nicht mitgemacht. Hat deine Figur momentan eine Glatze? Soweit ich weiß, nicht. Deswegen nein. Ist deine Figur blond? Nein. Hat nichts mit Marvel zu tun, aber wäre cool. Oft lustige Rollen? Nein. Eher so, ja, keine Ahnung, war schon mehrmals im Takt zu sehen? Nein. Deine Figur, 3 Buchstaben? Nein. Älter als 50? Nein, glaube nicht. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie alt er ist. In Titanic hat er nicht mitgespielt. Durch eine Serie nicht bekannt. Er spielt nicht in John Wick mit. Es ist auch nicht Tom Cruise. Gibt es eine Figur in der Wirklichkeit? Ja. Älter als 40? Ja. Ja. Nein. Ja. Hatte deine Figur schon mal blonde Haare? Nein.
Die hat keinen Ventilator. Nein. Schwarze Kleidung, nein. So, geht doch. Es ist John Cena. Machen wir weiter mit der nächsten Figur. Ich bin mal gespannt, ob es die Figur hier überhaupt gibt. Ich habe mir jetzt einfach random Namen ausgesucht. Aber ja, ist durch YouTube bekannt. Spielt. Hat Minecraft gespielt, aber ja. Nein. Auch nicht. Nein. Zeigt sich deine Figur? Ja. Hat deine Figur einen Bart? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Trägt eine Brille? Nein. Deine Figur mehrere Farben. Ja. Hä? Deine Figur Bücher geschrieben? Nein. Spielt deine Figur GTA 5? Nein. Rothaariges. Was liebt deine Figur? Ein rothaariges Mädchen? Pff, sieht doch nicht. Ja, spielt deine Figur Roblox? Nein. Ein Minecraft-Kanal? Nein. Spielt deine Figur FIFA? Nein. Spielt deine Figur gerne Fortnite? Wer spielt gerne Fortnite, ist die Frage. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein, ja, nichts mit Musik zu tun. Rote Schuhe. Wahrscheinlich hat der rote Schuhe. Nein. 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 Es ist nicht Thomas. Ja, weiß ich nicht. Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Ja. Ja. Es ist auch nicht Fritz Meinecke. Nein. Ist deine Figur eher dick? Ja. Also, ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja? Nein? 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 Ja. Ja. Nein! Ist deine Figur verheiratet? Nein. Hat nichts mit einem Drachen zu tun? Nein. 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 Ey, hat auch nichts mit Schwein zu tun. Hat über 1 Million Abonnenten, glaube ich. Spielt deine Figur auf Minecraft? Nein. Nein. Ja, nein, ja, nein, 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 ja, nein, nein, Alter, nein, 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 Scheiße, das war fuck, warte, nee. What Sturmwaffel mitgemacht? Varo 3, ne? Oder Varo 2? Bei Varo 4 war, glaube ich, Paluten und GLP das Team. Ich weiß gar nicht. Varo 1 war, glaube ich, Freddy und Palle. Nein. Ey, wenn er jetzt nicht drauf kommt, raste ich aus. Okay, scheiß drauf, findet er nicht. Schade eigentlich, aber ja gut. Dann machen wir weiter mit der dritten Person. Genau, Namen kennt ihr. Ist deine Figur männlich? Nein. Nein? Oder? Nein. Nein. Nein, hat kein blondes Haar, spricht deine Figur Deutsch? Ja. Lebt deine Figur mit einem Mann zusammen? Weiß ich nicht. Ist deine Figur YouTuberin? Nee, eher TikTokerin. Ist nicht durch Musik bekannt geworden. Pff, älter als 36. Nein. Nein. Ja. 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 Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Ist deine Figur. Nein. Er mag deine Figur Saft. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nein. 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 Ist deine Freundin, ist deine Figur ein Freund von Kapitän Brat? Nein. Ja, kein Plan, wer das ist, Digga, aber es ist falsch. Türkische. Nein. Droning-Videos? Nein. Ja, wobei, ich weiß es halt nicht so genau, ne? Nein. Jüngere Schwester auf jeden Fall. Wobei, nee, warte mal. Nee, warte mal, die hat, glaube ich, gar keine Schwester, ne? Nein. Ich glaube, ich verwechsel gerade zwei Leute miteinander. Macht deine Figur YouTube-Videos? Ich weiß nicht, aber sie macht oft bei welchem Bild? Nein. Ist nein. Weiß ich nicht. Nein. Nein. Weiß ich nicht. Fängt auch nicht mit P an. Nein. Wahrscheinlich hat deine Figur im Mülleimer. Wahrscheinlich. Nein. Ja. Ja. Nein. Wenn er mir jetzt wieder mit diesen technischen. Okay. Was ist deine Figur bereits Jonin im Bruto? Nein. Nein. Nein, 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 kein Plan, wer das ist, Digga. Ist deine Figur mit jemandem zusammen? Weiß ich nicht. Älter als 26. Nein. Ist so eine Figur Facecam? Ja. Nein. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, Digga. Weiß ich, ob sie daher bekannt ist? Ich glaube nicht. Figur, okay. Der Akinator kommt jetzt so langsam auf mein Deutschniveau. ich sag jetzt mal ja, nein. Naja, eigentlich, wenn man richtig überlegt, nein. Aber deswegen nein. Nein. Was? Schelmisches Lächeln? Was? Lachen? Was zum... Ist das? Ich weiß nicht, Bruder. Digga, keine Ahnung, Digga, was wollt ihr von mir? Nein. Die Figur fährt nein. Nein? Hä? Ist die Haufe mit deiner Figur? Nein. Deine Figur Schwester, weiß ich nicht, Digga. Schwarze Locken bestimmt, ja. Ist deine Figur ein Lehrer? Nein. Nasenpiercing? Nein. Deutscher YouTuber, ja. Ja, Shorts, glaube ich, ja. Ja, lange braune Haare? Nein. Ja. Ey, hallo, Moruk. Kommt deine. Ja. Bestimmt. Nein. Nein. Nein! Ja, hier, da! Weil ich schwör, dieser Akinator ist dumm, ne? Egal. Leute, ich blende euch jetzt die Namen von der vierten Runde, von der vierten Runde ein und dann machen wir weiter. Let's go! So, ihr habt die Namen von der vierten Runde gesehen. Wir starten direkt durch mit dem ersten Namen. Ist deine Figur weiblich? Ja. Noch nicht getroffen. Wohnt nicht bei den Eltern. Hat blonde Haare. Ist YouTuberin. Ja. Nein, da würde ich schon wieder nein sagen bei Beauty-Videos. Also macht doch keine Videospiel-Dingens. Basiert der Film, in dem deine Figur vorkommt, auf einem Musikalbum? Nein. War auch noch nicht schwanger, hat keinen Hund als Hause. Wobei, scheiße, doch, glaub schon, ne? Ich weiß es nicht. Eigene Lieder, ja.
Was ist Fuchsgeist, Armanagel? Nein. Ja, natürlich, Anhänger Voldemorts. Mhm, nein. nein. Sieht deine Figur einem Truthahn ähnlich? Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Schiffswrack. Ja, natürlich. Wer ist das, Bruder? Ey, bitte, da kommen Namen vor, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe, Bruder. Bitte. Minivan. Nein. Grau-grün, keine Ahnung, Digga. Ja. Nein. Ich habe keine Ahnung, was Quidditch ist, also nein. Sport. Nein. Nein. Deine Figur Katze? Nein. Dich TikTok? Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Ja. Nein. Nein. Ein. 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 Nein. Dankeschön. Geht doch, Digga. Oh mein Gott, Alter. Der hat dafür 3 Jahre gebraucht, Alter. Oh mein Gott, Alter. So, nächste Figur, die wir suchen. Ist deine Figur männlich? Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Nein. 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 Gut, scheiße, das ging schnell. Ja gut, ne, das ging schnell. Leute, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Person. Ich bin mal gespannt, ob es die Person gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Trägt keine weibliche Kleidung, macht Videos über Videospiele. Nein. Nein. Hat deine Figur 2 Freunde? Bestimmt, ja, ja. Nein. Weiß ich nicht. Zeigt sich deine Figur? Nein. Also, nicht direkt, indirekt. Also nein, eigentlich nicht. Ja. Ist nicht, nein. Nein. Ja. Ja. Es ist, na, hallo. Schön wär's, aber nein. German Let's Play, GEP. German Lesmil. Okay. Manuel B. Okay. Ja, perfekt. Eingereicht von X. Perfekt, ja, ja, war richtig. Leute, dann zeige ich euch jetzt die Namen der letzten Runde und dann starten wir durch. Let's go! So, ihr habt die Namen gesehen. Wir fangen an mit der ersten Person. Ist seine Figur männlich? Nein, tatsächlich nicht. Ist über 18. Hat keine blonden Haare. Ist nicht durch TikTok bekannt, auch nicht durch. Wobei, na, würde ich YouTube kann man auch sagen, Gamer. Ich sag jetzt ja. Nein. 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 Weiß ich nicht. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein, soweit ich weiß nicht. Nein. Geht deine Figur zur Schule? Nein. Ein eigenes Service? Nein. Nein. Ja. Ja. Gut, das ging auch schnell. Gut, das macht keinen Spaß, wenn das so schnell geht. Scheiß drauf. Ja, ist richtig. Ich habe Reefed tatsächlich da gesucht. Ich bin mal gespannt, ob die nächste Person überhaupt erkannt werden kann. Oder ob die Person überhaupt in Akinator drinne ist. Deswegen, nein, ist deine Figur ein Gamer? Ja. Spielt kein GTA 5, soweit ich weiß. Spielt auch kein Minecraft, soweit ich weiß. Er hat keinen Bart, ein deutscher YouTuber. Spielt kein Brawl Stars, das ist nämlich kacke. Spielt aber Roblox dafür. Also klar, jeder hat seine eigene Meinung zu Brawl Stars, aber ich bin da kein Fan von. Feiere ich nicht wirklich. Moderiert deine Figur Bares für Rares? Nein. Wäre aber bestimmt lustig. Hat auch kein. Ja. Nein. Hat rotes Haar. Ach, Digga, komm, Alter, warum geht das so
Schneller, Mann. Es ist Sef. Was ist das bitte für ein cooles Bild? Achso, das ist glaube ich von dem. Ich weiß nicht, ist das der neueste Merch? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es Sef. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Namen. Mal gucken, ob er den jetzt nicht so schnell errät. Das wäre nämlich schön. So, trägt deine Figur weibliche Kleidung? Ich. Nein. Ja, macht Videospiele, spielt auch Minecraft. Hat keinen Edgar, hat nichts mit Edgar zu tun. Zeigt sich nicht. Nein, gehört nicht zum Freedom Squad. Spielt kein Roblox, hat über 1 Million Abonnenten. Nein, nicht auf Twitch, aber auf YouTube. Ist nicht gelb. Kommt deine Figur aus Deutschland? Nein, tatsächlich nicht. Hat deine Farbe was mit der. Hat deine Figur mit der Farbe grün zu tun? Nein. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Ist deine Figur eine Zeichnung? Nein. Deine Figur Fell. Zockst du mit deiner Figur? Nein. Ist deine Figur ein Hund? Ja. Ach, leck mich doch, warum geht denn das so schnell? Wer geht denn das so schnell? Leck mich doch. Mann, geht denn das so schnell? Das ist nervt. Egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr mehr von Akinator sehen wollt, dann schreibt mir doch sehr gerne auch meinen Namen in die Kommentare auf, die ich da mal suchen soll. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.